Familien mit Weider Video. Am heutigen Samstag findet für alle Opfer des Absturzes von Smolensk die Trauerfeierlichkeiten am Pilsudski-Platz in Warschau statt. Genau deswegen befinde ich mich jetzt in der kleinen polnischen Stadt Gorzelec, direkt hinter der Grenze, um die Einwohner zu fragen, wie sie den Tod ihres Präsidenten und ihrer Politiker verkraften und wie sie trauern. Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass der polnische Präsident gestorben ist? Sehr schockiert, muss ich sagen. Es war eigentlich eine vollkommen unerwartete Information gewesen. Nur es war sehr schockierend für uns. Wir waren eigentlich erschüttert. Aber das wäre mal genauso, wenn die Merkel gestorben wäre, wären wir auch erschüttert. Wir waren gerade in Breslau, ja, zu einem Besuch und da haben wir am Sonnabend das erfahren und da waren wir natürlich schockiert, weil ja Katyn verbunden ist mit dem Schicksal des polnischen Volkes, weil 1940 die gesamte Elite und viele polnische Offiziere ermordet wurden durch das stalinistische Regime und nun dieser unglückliche Zusammenfall mit dem tragischen Tod des Präsidenten auch in Katyn. Und das hat uns schon sehr bewegt. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Polen und habe das mit polnischen Leuten miterlebt. Sprich, wir hatten eine Schweigeminute angelegt, hatten über Nacht einen Pferdsang gehabt, ja, und haben Radio gehört. Ne? Also ich habe natürlich ganz heftig reagiert, weil ich selber aus Polen komme. Und da war es schon ziemlich traurig. Ich habe polnische Fahne von zu Hause so ausgehangen und wir haben die ganze Zeit Fernsehen geguckt und geguckt, was passierte und es war schon traurig, weil es geht nicht um Präsidenten, es geht um alle Leute, die dort gestorben sind. Was wünschen Sie Polens politischer Zukunft, vor allem weil es momentan führungslos ist? Zumindest, dass sie schnell wieder eine stabile Regierung haben. Dass so schnell wie möglich einen Nachfolger finden und dass sie halt weitermachen und in der EU Fuß fassen. Also ich hoffe es drauf, dass sich vielleicht die deutsch-polnischen Verhältnisse irgendwie vielleicht bessern. Dass sie richtig überlegt an die Wahlen gehen für den zukünftigen Präsidenten und dann den richtigen wählen. Einen guten Präsidenten wollen. Ja, dass der Euro mal eingeführt wird. Ja, da braucht man nicht mehr umtauschen. Dass es weiter aufwärts geht und dass weniger Korruption ist. Meinen Sie, sein Zwillingsbruder hat eine Chance, die Präsidentenrolle einnehmen zu können? Eine Chance? Ja, zum Teil schon, aber ich glaube es nicht, dass der das in Anspruch nimmt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er die Chance hätte, Präsident zu werden, aber ich weiß da nicht, wie die innerpolitischen Beziehungen sind. Ja. Ich glaube nicht, nein. Er ist wahrscheinlich auch bei polnischen Bürgern vielleicht nicht ganz so, sage ich mal, beliebt wie ein anderer. Und was meinen Sie, wer wird der nächste Präsident sein? Es ist noch nicht entschlossen, wer kandidiert eigentlich jetzt im Moment. Schauen wir mal. Es werden ja Wahlen kommen. Und ich gehe davon aus, dass dieser Donald Tusk wieder der amtierende Präsident wird. Ja, der Komorowski. Medien mit Weider Video.